Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL Claudi Haul für dich. Denn hier ist nicht nur Beauty drin, sondern auch Bücher und Lifestyle. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, falls ihr fragen solltet, ne, Look in meinem Gesicht, Fullface Ofra, entweder ist das schon online oder es kommt noch online. Falls es schon online ist, dann ist es hier oben verlinkt. Wenn es noch nicht online ist, dann wird es verlinkt, sobald es online ist. Genau, da bin ich etwas farblich eskaliert. Ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen, ich habe ein bisschen was bestellt, ich habe ein bisschen was für meinen Kollegen bestellt und bin dann eskaliert und habe einiges mitbestellt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal bei einer aktuellen Aktion, die läuft. Da hatte ich euch auch in meinem Maskenvideo drauf hingewiesen. Oder war das in einem anderen? Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich euch das jedenfalls schon gesagt. Und zwar bei Dalton, da habe ich jetzt auch ein Paket bekommen, gibt es aktuell 20% auf alle Ampullen dort im Shop. Und zusätzlich kannst du dir zu jeder Bestellung, die du tätigst in dem Shop, noch 2 Ampullen gratis aussuchen, was ziemlich cool ist. Im Aufgebraucht-Video hatte ich das erzählt, ne? Genau. Und ich weiß nicht, ob mein Code noch gültig ist, BeautyCloudy20. Da bekommst du nämlich noch auf alles andere auch noch 20% Rabatt. Den hatte ich auch in meinem Aufgebraucht-Video genannt und auf Instagram geteilt. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, hast du was verbosst, dann solltest du es schnell nachholen. Ich heiße dort AIDOIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und ja, Sammy wuselt gerade so ein bisschen um mich herum. Es ist heute so sein Tag, ne? Es ist mega Schnee. 7.2. ist heute hier bei uns und ich glaube, 30, 40 Zentimeter haben wir hier neue Schnee. Es ist krass. Vorher hatten wir gar keinen Schnee. Das kam echt über Nacht, ne? Wir sind hier nur am Schneeschippen. Aber gut, ja. Ich öffne mit euch mal das Dalton-Paket. Und es ist immer so liebevoll. Die liebe Vanessa, das ist die Beraterin. Also die Skin-Beraterin und die liebe Denise hoch. Die schreiben mir auch immer liebe Kärtchen. Und ja, so kommt es dann bei einem an. Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr was bei Dalton bestellt, das ist ebenfalls sehr, sehr liebevoll verpackt bei euch eintrifft. Ne? Also von daher, ich habe hier ein Briefchen. Hallo liebe Claudi, deine Haut benötigt eine extra Portion Pflege in dieser kalten Jahreszeit. Safe. Gerade wenn ich mich immer wieder Fullface schminke. Dann haben wir genau das Richtige für dich. Im Paket erwartet dich nämlich eine kleine Auswahl unserer Ampullen. Yay! Und sollen wir dir etwas verraten? All unsere Ampullen sind im ganzen Februar um 20% reduziert. Und als extra Goodie gibt es zu jeder Bestellung 2 gratis Ampullen mit dazu. Ohne Mindestbestellwert, ne? Genau, das haben wir hier auch nochmal aufgeschrieben. Viel Freude beim Verwöhnen deiner Haut. PS, im Paket findest du auch unseren Ampullensprüher. Mega geil, den habe ich auch. Der ist geil. Dieser ist mit allen Ampullen kompatibel, aber mit der Multitasking-Ampulle klappt es am besten. Ganz lieben Gruß von Vanessa und Denise. Und ich habe ein Herzchen daneben gemacht gekriegt. Das ist hübsch. Ja, werde ich mir auch bewahren. Ich gerade mir überhaupt keinen Platz. Sie, boah, die sind so gut. Das sind so ziemlich, also, nee, die Kaviar sind die besten. Und die Sie sind auch richtig gute. Skin Essential Activator Konzentrat. Genau, das ist dieses hier. Mega geil. Und übrigens, in diesem Video gibt es auch was zu gewinnen. Und zwar ein individuell auf dich abgestimmtes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und hier haben wir die C-Ampullen. Ich mache demnächst auch noch ein Ampullentest-Video. Und da werde ich auch eine von den Dalton-Ampullen mit reinnehmen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche dich persönlich am meisten interessieren würde. Ich zeige hier ja noch ein paar weitere. Dann kannst du dir ja welche aussuchen. Ich habe ja auch einige hier. Die Hyaluronic Urea Hydro Boost Ampullen, die sind auch cool. Weil die halt, ja, tatsächlich, da hast du auch eine Abbrechhilfe mit dabei. Die geben deiner Haut halt nochmal den Extra-Kick, Pflege, Feuchtigkeit, ja, und Hyaluron halt. Und Dalton ist halt, ne, Meereskosmetik. Das heißt, die Menschen, das Leben kommt aus dem Meer und wenn man halt die Inhaltsstoffe auch so auf das abstimmt, wo wir ursprünglich herkommen, ist es sehr, sehr hautverträglich. Und das merke ich einfach, wenn ich die Produkte verwende, ich vertrage es halt, ne? Das ist echt cool. Dann habe ich hier nochmal, ja, das sind die allerbesten, Leute, Kaviar Deluxe, 3×2 ml, die sind Hammer. Die geben deiner Haut so viel, das ist so geil. Also wenn ich die verwende, die habe ich letztens auch noch wieder verwendet, das ist traumhaft. Das ist so schön. Das ist ein richtig gepflegtes Gefühl rund um Pflege. Du hast quasi Glow, du hast Feuchtigkeit, du hast, ne, alles ist irgendwie weich gezeichnet. Mega geil. Hier haben wir auch diesen Ampullensprüher, da habe ich auch schon einen von da.
Und das ist auch eine ganz praktische Geschichte. Den kann man auch im Onlineshop kaufen, natürlich. Da steckst du deine Ampulle einfach rein und dann kannst du das sprühen. Und dann hast du viel, viel länger was von der Ampulle. Es ist so praktisch. Also das verwende ich auch tatsächlich immer. Weil du so dann vielleicht 2-3 Tage einfach mal was von der Ampulle hast, ne? So, dann habe ich hier nochmal ein Set Marine Anti-Aging Ampoules, 5x2 ml. Das sind halt verschiedene. Das hatte ich damals auch in dem ersten PR-Paket zugeschickt bekommen zum Austesten und die haben mir auch richtig gut gefallen. Hier haben wir die Extreme Lift, die Q10, die Caviar Deluxe wieder, die Hyaluronic Urea, auch das, und die C ist auch noch mit dabei. Mega krass. Ihr seid doch wahnsinnig. Dann habe ich hier noch die Algar Skin Food Ampullen und zwar ist das eine Auswahl von 5 verschiedenen. Ja, moin. Da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Ampullen drin. Wir haben hier die Sleeping Beauty, die kannst du super über Nacht verwenden. Die Stressless Ampulle, die halt wirklich, wenn du Stress hast, dann hat deine Haut ja meistens auch Stress, weil deine Haut ist ja quasi das größte Organ, was du besitzt. Und damit kannst du die einfach ein bisschen chillen. Dann ist hier noch die Multitasking-Ampulle mit dabei. Die funktioniert auch super als Primer übrigens. Die No-Filter-Needed-Ampulle. Die Oh My Blush, die halt so die Durchblutung von der Haut nochmal anregt. Die No Filter Needed, da weiß ich gerade gar nicht, was die machen soll. Wahrscheinlich so ein Weichzeichner-Effekt. Photoshop-like steht hier auch drauf. Also auch richtig geil. Also was zur Hölle? No Filter Needed, da habe ich ja auch noch ein komplettes Set geschickt bekommen mit 5 Ampullen drin. Wahnsinn. Und dann habe ich hier nochmal die Multitasking-Ampulle, die halt am besten auch mit diesem Sprayer funktioniert und die du halt auch 1A als Primer verwenden kannst. Vanessa Denise, ihr seid verrückt. Das ist ja richtig geil. Vielen, vielen Dank. Also, das ist krass. Da kann ich auf jeden Fall mich pflegen und der kalten Jahreszeit entgegenwirken. Hammer. Richtig hammergeil. Und die Dalton-Ampullen sind nicht günstig, bin ich ehrlich, ne? Aber es ist einfach so ein Wellness-Feeling und es ist einfach, man tut seiner Haut schon was Gutes. Krass. Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter zu etwas Verrücktem, was ich mir geholt habe. Ich habe das damals schon mal geholt, damals schon zu Black Friday meine erste Bestellung gemacht, und zwar beim Pelletier Verlag. Das ist Danny Pelletier, ist ja der Lebensgefährte von Maxime Giacomo. Maxime Giacomo sollte uns allen ein Begriff sein hier im Beauty-Gedönsen. Genau. Und Danny hat ja auch einen eigenen Kanal und Danny ist Autor. Und Danny hat auch zusammen mit Maxim Bücher rausgebracht. Und ich habe mir einfach mal alles bestellt. Denn zum Black Friday habe ich mir schon das Hörbuch bestellt, übrigens von Danny selber besprochen. Das ist Max oder Max. Ruckzuck durchgehört. Ihr seht auch gleich, wie dünn die Bücher quasi sind. Die sind einfach mal für einen Sonntag auf der Couch. Ne? Heute ist Sonntag, heute könnte ich mir ein Buch lesen. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen heute. Einfach eine schöne Geschichte. So Thriller-mäßig, ein bisschen mystisch und ziemlich cool. Also das habe ich auch schon gehört, fand ich sehr gut. Sehr interessant. Ich denke, dass ich noch ein bisschen mehr in die Welt eintauchen muss, um da auch ein paar Sachen zu verstehen. Zum Beispiel von den unterschiedlichen Charakteren, die halt dort sind. Ne? Weil Danny sagte auch, dass die Charaktere in den Büchern sich auch immer wieder so wiederholen. Dass man halt auch irgendwie, ne, man kennt die Leute irgendwann. Das ist ziemlich witzig. Dann habe ich mir natürlich auch das Face Art geholt von Maxim. Mega cool. Habe ich heute noch drin rumgemalt, als ich hier meinen Look mir überlegt hatte. Ihr seht jetzt, wie er geworden ist. Ich habe das auch schon auf Insta gepostet, ne? Da seht ihr das auch noch von Namen. Und ich blätter mal kurz rein, dass ihr meine Inspiration seht. Genau, hier habe ich den gemalt. So sah der ursprünglich aus. Und so ist er geworden. Ist ein bisschen dunkel, aber geht klar, ne? Ist mein Full-Face-Ofra-Gedönsen gewesen. Hier kannst du dir aufschreiben, welche Produkte du verwendet hast, welche Farben, genau. Und dann hast du hier auch noch ganze Face-Charts und da habe ich jetzt zum Beispiel einfach mal meinen Alltagslook reingeschminkt und da arbeite ich auch wirklich mit meiner Foundation, mit meinem Concealer. Ja, Mascara ist ein bisschen schwierig, aber so sieht dann quasi mein Alltagslook aus. Ja, es ist echt ein Arbeitsbuch, ne? Das soll jetzt nicht wunderschön aussehen, es ist einfach, man arbeitet ja damit. Hier habe ich mein Full-Face Urban Decay geplant, das hatte ich euch auch in dem Video mal gezeigt. Und du hast ja auch Lippencharts. Da habe ich noch nicht so mitgearbeitet, muss ich gestehen, weil was soll ich da einmal einen kompletten Lippenstift drüber aufgeben? Ist nicht ganz so meins, ne? Also da arbeite ich nicht so viel mit, aber hier auch mal so einen Nude-Look habe ich mal mir reingebastelt oder
auch mal wieder ein etwas bunterer Look. Ne? Macht auf jeden Fall Freude und war ich froh, dass ich mir das Buch auch geholt habe. Ja, dann kommen wir hier zu dem Many Cooks, das wilde Rezeptbuch. Das ist jetzt das neueste Buch. Ich glaube, mittlerweile dürfte Danny auch noch das nächste Buch rausgebracht haben. War das nicht Leon? Ich glaube schon. Ja, das werde ich mir natürlich auch noch holen. Und hier haben die beiden halt das, was die immer so auf den YouTube-Kanälen zeigen, als Kochbuch drin. Da muss ich mich noch reinlesen, das finde ich echt cool. Schneller Kartoffelsalat, Gurkenschiffchen, Lachslasagne, geheime Big Mac-Soße. Also das ist halt, ne, richtig cool, weil du kannst dann einfach arbeiten. Das ist einfach erklärt. Also du kannst einfach arbeiten. Das ist eben das Ding. Und da habe ich Bock drauf. Also wir haben zwar HelloFresh, aber ab und an habe ich auch mal Bock, wirklich selber nach Kochbuch wieder zu kochen. Und da wird mir das auf jeden Fall zugutekommen. Über 40 Rezepte und Anleitungen für jeden zum Nachkochen. Einfach und lecker. Das finde ich echt nice. Ja, hier sind nochmal die Bücher aufgeführt. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, weitere Rezepte hinzuzufügen. Entweder so deine absoluten Lieblingsrezepte oder falls jetzt auf den YouTube-Channels, vor allem von Danny, neue Rezepte online kommen, dass man die aufschreiben kann. Mega. So. Und das ist, glaube ich, eines der dicksten Bücher, was Danny geschrieben hat. Midgard, Ashes of Yggdrasil oder so. Weiß ich noch gar nicht. Die Schrift kenne ich ja gar nicht. Nee. Yggdrasil heißt das tatsächlich. Okay, relativ groß geschrieben, also einfach zu lesen. Das ist für meine Brillenaugen dann auch eine ganz gute Geschichte. Da freue ich mich drauf. Wird gelesen. Leute, es ist Lockdown. Man muss sich auch ein bisschen was suchen, was man so macht. Das habe ich, glaube ich, auch noch als Buch, weil ich habe mir noch das zweite Hörbuch geholt. Midgard, Miri Miris Reisetagebuch, das Hörbuch. Genau, ich höre, also am liebsten habe ich tatsächlich Hörbücher, bin ich ehrlich. Das geht für mich am einfachsten. Dann die John Orion Saga Zosma auch mit in dem, also da habe ich mir das große Komplett-Bundle bestellt für, ich glaube, 100 Euro oder so. Leon, nee, das hat er schon rausgebracht. Wer heißt denn das andere Buch? Weiß ich noch gar nicht. Boah, Hilfe, ich bin ganz aufgeregt. Okay, ja, das habe ich auch, muss auch gelesen werden. Das ist ein bisschen dicker, gehört auch zu dieser John Orion Saga Exil. Ja, und vielleicht hat mein Freund ja auch Lust, das mal mitzulesen. Also, dass er auch eine Reihe, er ist wahrscheinlich eher so für diese John Orion Saga zu haben. Dann, weil er nicht so gerne Thriller mag, jedenfalls nicht so gerne wie ich. Sarah, habe ich natürlich auch hier mit drin. Max, das, was ich als Hörbuch habe. Und hier sieht man halt, ne, so dünn ist das. Also, das hast du in einem, ja, in einem Nachmittag, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Hat man das auf jeden Fall durchgelesen. Das ist eigentlich eher sowas für Kinder. Egon, das Käsemonster. Halt in seiner Komplett-Collection mit dabei. Da sind dann, glaube ich, verschiedene Geschichten drin oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich mir auf jeden Fall auch durchlesen. Und das ist autobiografisch von Danny. Der Ausstieg, mein Leben vor YouTube, fand ich auch ganz interessant. Das ist auch mit drin. Also ich habe hier einiges vor mir an Büchern, was ich mir hier jetzt reinziehen werde. Übrigens, hier ist dann auch noch Midgard Miri Miris Reisetagebuch als Buch. So, und dann habe ich natürlich noch eine Autogrammkarte mit dabei gehabt. Leider hat Danny nicht unterschrieben. Nur Maxim, oder? Weiß ich nicht. Ja, okay. Dann habe ich hier noch pelletierverlag.de, noch eine Postkarte. Dann ein wahrscheinlich Sammelsurium. Nee, Midgard. Ach, guck mal, die Welt, in der das Ganze spielt, ist hier. Das ist dann ja dieses eher Fantasy-mäßige. Und vielen Dank, dein Danny. Ja, da wohl unterschrieben. Habe ich eine separate Autogrammkarte von ihm gekriegt. Das finde ich cool. Und guck mal, ich habe ein Herzchen mitgekriegt. Voll gut. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall so mein intellektueller Part dieses Videos, weil ich einfach, ich mag gerne lesen. Ne? Ich mag eigentlich voll gerne Bücher und ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Und da ich sowieso aktuell in so einem inneren Umbruch bin, dass ich mir selber auch mehr Zeit eingestehen möchte für mich und für meine Gedanken und für meine Kreativität. Nicht nur auf YouTube bezogen Kreativität, sondern auch allgemein. Ne? Also ich mache ja auch andere Dinge. Ich spiele ja auch Gitarre zum Beispiel oder habe damals ja auch gemalt und sowas. Und das geht halt alles aktuell so ein bisschen verloren. Und jetzt bin ich einfach aktuell dabei, dass ich mir das so ein bisschen versuche, zeitlich etwas besser zusammenzustellen. Also ich optimiere mich selber und da passt das mit den Büchern einfach super gut, weil Bücher fesseln mich. Wenn ich anfange zu lesen, kann ich nicht wieder aufhören. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Geschichte sein, um einfach mehr Zeit für mich selbst zu nehmen. So, bei Douglas habe ich, ich glaube, 2 oder 3 Mal bestellt. Denn da kommen wir jetzt zu der Douglas-Bestellung hier. Genau.
Da gab es Aktion und es gab etwas Neues. Etwas Neues, was es gab, war dieser wundervolle Pinsel von IT Cosmetics. Heavenly Looks Limited Edition. Love is the Foundation Foundation Brush. Leute, ich habe schon zwei IT Cosmetics Foundation Buffer Pinsel und ich finde die so gut. Und die bringen ja immer jetzt zum Valentinstag halt diese Pinsel raus. Und ich bin ja so ein ganz bekloppter Limited Edition Jäger. Und ja, deswegen musste der sein. Und ich habe auf Instagram von einer lieben Zuschauerin nämlich den Link zugeschickt bekommen. So, hey, guck mal, die haben den wieder online. Hm. Und das hier ist wieder die Version von vor 2 Jahren, glaube ich, die oben rund ist und nicht so abgeschnitten. Ne? Also, das ist ein Herz. Ja, das ist schön. Und du hast hier Herzchen drin. Also wenn das nicht was für Claudi ist, ne? Ein Pinsel für 30 Euro, 40 Euro, nein, 30 Euro kostet der, glaube ich. Ich gucke gerade hier rüber, weil das hier ist der, glaube ich, vom letzten Jahr. Heavenly Looks, genau, der war nämlich so abgeschnitten. Da haben sich viele drüber beschwert. Ich kann damit richtig gut arbeiten, also da habe ich keine Last mit. Ich freue mich jetzt aber gerade tierisch, dass ich diesen hier habe, weil der ist so schön weich. Also damit dann die, oh, das wird ein Traum. Da freue ich mich drauf, richtig, richtig geil. Mega. Kommt jetzt hier auch direkt in mein Pinselvieh. Oh. Ah, da kommen wir auch gleich noch zu. Genau. Hammer. Ja, dann habe ich mir auch von IT Cosmetics bestellt das Your Skin But Better Setting Spray. Oder gab es das gratis mit dabei? Weil ich, nee, noch was anderes. Genau. Das ist, glaube ich, neu. Und ich habe nie gesehen, dass IT Cosmetics ein Fixing Spray hat. Und deswegen wollte ich das ausprobieren. Ich hab, was Fixing Spray angeht, ja so einen immensen Verbrauch, weil ich im Prinzip permanent Fixing Spray verwende. Ich habe das mal so ein bisschen reflektiert. Zum einen, natürlich, im letzten aufgebraucht sind, ich weiß nicht, 5 Fixing Sprays auch gezeigt worden von mir. Ich verwende halt viel, weil ich mich auch viel mehr schminke als sonst. Dann habe ich immer so geguckt, dass ich die, wo ich schon so angefangen habe, dass ich die auch aufbrauche, dass ich die leer bekomme. Und dann ist es auch noch so, dass wir hier in diesem Haus eine so niedrige Luftfeuchtigkeit haben. Fust, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Eine so geringe Luftfeuchtigkeit haben. Ich glaube, normal ist es, wenn du in Räumen so 40% Luftfeuchtigkeit hast. Da wir hier einen Kamin anhaben und so, und das hier ein relativ altes Haus ist, haben wir hier teilweise nur 25% oder weniger. Teilweise zeigt unser Gerät, was nur, also das geht ab 20% los, das zeigt low an. Also das ist dann unter 20%, was dann auch begründet, weswegen ich und mein Freund, nein, mein Freund und ich, der Esel nennt sich zuletzt, sehr, sehr häufig Kopfschmerzen haben. Ne, wir haben hier extrem niedrige Luftfeuchtigkeit. Deswegen hatte ich scheinbar dann auch immer wieder das Bedürfnis, sowohl im Homeoffice oder halt einfach so, ne, wenn ich hier so zwischendurch mal durch den Raum gegangen bin oder so, mir das Fixing Spray vom Tisch zu schnappen und einmal kurz drüber zu sprühen, damit mein Gesicht wieder lebendig sich anfühlt und nicht so trocken, crusty, wie auch immer. Genau, und deswegen, wie, ja, wird das super schnell leer werden, glaube ich, wenn ich das jetzt satzmäßig beenden wollen würde. Okay, das war jetzt ein ausschweifendes Gedönschen. Dann hatte die liebe Natalie Nordbeauty, glaube ich, diese Foundation gezeigt. Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Hydrate, Protect, Renew. Coconut Milk Probiotic Complex. Und ich habe die Farbe 02 Fairlight und das sieht super, super orange aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wirklich so orange ist. Aber die Foundation möchte ich demnächst mal mit euch zusammen testen. Da habe ich gerade echt Angst, weil das wäre nicht gut, ne? Wir müssen gucken, wie es auf der Haut aussieht. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann habe ich, ja, gratis dabei, ne? Wegen IT Cosmetics habe ich hier natürlich mal wieder die CC Plus Your Skin But Better Cream in Medium. Ich habe gemerkt, dass mir sogar die Light teilweise ein bisschen zu dunkel ist. Also Medium ist mir ein bisschen zu dunkel. Die wird dann demnächst mal verlost werden, ne? Von Anastasia Beverly Hills, da hat ja die liebe Hattie immer so von geschwärmt und das Ding war ja Ewigkeiten ausverkauft, der Eye Primer. 7 ml sind hier drin. Ich weiß nicht, das ist schon recht groß. Ich weiß nicht, ob es den noch ein kleiner gegeben hätte. Habe ich mir jetzt einfach mal mitbestellt oder war das neu, dass es den in der kleinen Größe gab oder so? Ich weiß es nicht. Genau, so schaut der aus und der soll ja so super sein. Ist sehr, sehr pastig, so wie ich das in den Beschreibungen auch immer wieder mitbekommen habe. Aber wie gesagt, wird ausprobiert, ne? Auch ein Concealer ist neu, also komplett neu, gibt's neu. Und ich habe den auch noch reduziert bekommen. Rabatte gab sowieso auf alles immer wieder. Und zwar von Benefit, der Boeing Anti-Cerns Hydrating Concealer. Und ich habe die Nummer 1, also in ganz hell scheinbar.
mir ausgesucht. Habe ich echt? Okay. Das Geile bei dem ist nämlich, der hat so einen Pflegekern da drin. Und ich habe ja so eine super trockene Augenpartie, sowohl oben drauf als auch unten drunter. Und deswegen passte das einfach so gut. Der sieht ja aus wie so ein Bleistift mit Radiergummi hinten dran, ne? Und da bin ich echt gespannt. Der sieht, beziehungsweise umgekehrt, die Pflege ist außen drum zu und innen drin hast du dann halt die Farbe. Und das war ja das, was ich bei den Benefit-Concealern bisher nicht so hingekriegt habe. Hammer, ist das schön. Dass die Farbe und, also dass die Farbe überhaupt gepasst hat und die waren mir zu trocken. Und jetzt habe ich einen, den siehst du hier kaum, das heißt, der wird sehr gut sein für mich, der halt wirklich krass pflegend sein wird. Da bin ich extrem gespannt drauf. Da versuche ich den auch recht schnell bei meinem Full-Face New Ins oder sowas mit unterzubringen, weil mich das sehr, 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 sehr glücklich macht. Ich habe hier tatsächlich auch ein Benefit PR-Paket stehen. Soll ich das jetzt ein... Nein, das mache ich gleich nach dem Douglas Haul. Ja? Ja. Ihr könnt gerade eh nicht weg, ne? Ihr könnt es hier skippen, wenn ihr möchtet. Ich habe ja die Timestamps in die Infobox gepackt. Von Catrice habe ich eine Lidschattenpalette mitbestellt. Die war reduziert. Ich weiß nicht, ob die aus dem Sortiment gehen oder ob die einfach generell reduziert waren. Ich habe mir nämlich jetzt von den Five in a Box einfach alle mal bestellt. Und die hat, glaube ich, nur 2 Euro noch gekostet oder so. Das ist jetzt die 020 Soft Rose Look. Genau. Und die sind super. Die kann ich für den Alltag auch super verwenden. Das habe ich halt für mich auch echt entdeckt. Deswegen musst du die mit. Dann habe ich mir auch noch Pinsel bestellt. Und zwar habe ich die oder habe ich die von Look Fantastic bestellt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, die habe ich bei Douglas bestellt. Von So Echo Easy Duo Brush Set. Falls ich die nicht von Douglas habe, schreibe ich euch das natürlich rein. Ich weiß nämlich nicht, warum die jetzt gerade auf dem Douglas-Haufen liegen, weil ich habe gar keinen Look Fantastic-Haufen hier. Kann aber auch sein, dass mir das nachgeschickt wurde, weil ich die irgendwann mal bestellt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe halt auch bemerkt, dass ich sehr gerne diese Holzpinsel mag. Also nicht Holzpinsel, sondern ökologischen Pinsel. Ne? Also das ist eine Verpackung, die ist ja kacke. Ne? Kannst du nämlich nicht einfach so rausziehen. Oder mache ich gerade irgendwas falsch? Hallo? Festgeklebt hinten. Nee, das war einfach nur zu fest drin. Okay. Und hier hast du im Prinzip 4 Pinsel. Und genau, da hast du einmal diesen hier, da kann man hier auch super reinpacken. Das hier ist so ein Point Brush, ein sehr, sehr präziser Pinsel. Also nicht unbedingt richtig Point Brush, weil der dafür einfach zu fluffig ist und zu dick, aber halt so ein Zwischending. Und hier haben wir so einen leicht abgeschrägten Blendepinsel. Sowas mag ich auch sehr gerne. Damit arbeite ich super gerne. Und hier habe ich einen ganz klassischen Lidschattenauftragepinsel. Gerade so für sowas, was ich jetzt gerade auf dem Auge habe. Perfekt für Schimmerpigmente. Und auf der anderen Seite haben wir so eine Art Eyeliner-Augenbrauenpinsel. Richtig cool. Also das sind halt auch genau die Pinsel, die ich normalerweise so verwenden würde. Nice, ne? So, auch die war... Ich weiß nicht, um 50% reduziert oder so. Anastasia Beverly Hills, die Carly Bible Palette. Ja, ich habe sowas immer, bei Douglas kann man nämlich immer seine Wunschliste quasi speichern. Da macht man ja immer dieses Herzchen, kannst du anklicken. Und dann, ich muss mal eben den Stuhl näher ranziehen. Ich sitze mal wieder nur auf der Kante. Und dann hast du das in deiner Merkliste. Und wenn ich bei Douglas shoppen möchte, gucke ich zuallererst auf meiner Merkliste vorbei, ob gerade die Produkte, die ich da abgespeichert habe, gerade vergünstigt zu haben sind. Habe ich eigentlich mein Hintergrundlicht an? Ja. Okay, ich bin halt nur so verwirrt, warum ich so gelb aussehe. Aber gut. Auf jeden Fall war die so krass reduziert, dass ich da einfach nicht Nein sagen konnte. Ich habe da auch noch die Jackie Einer Palette drauf und so, ne, weil ich gerne natürlich meine Anastasia Beverly Hills Palettensammlung relativ vervollständigen möchte. Ob ich das hinkriege jemals, keine Ahnung, muss ich meinen Finanzier fragen, quasi nicht selbst, aber muss ich meinen Geldbeutel mal so ein bisschen erst weinen lassen und dann aufhören lassen zu weinen. Aber gut, hier haben wir halt eine schöne Palette, die halt nicht so dieses Samtige von außen hat. Das vermisse ich halt so ein bisschen, weil das gehört für mich so in diese ABH Collection Geschichte rein, von den Klassikern. Und hier haben wir echt schöne Paletten, ne? Paletten. Mit Duochromes und matte Töne und so weiter und so fort. Auch die werde ich demnächst mit euch zusammen mal verwenden. Ist jetzt nicht ein ganz neues Produkt auf dem Markt oder so. Die kam halt in dem Zuge mit raus, wo halt
5 Milliarden neue Paletten von ABH auf den Markt geschmissen wurden und am Ende keiner mehr Bock hatte, die Sachen zu kaufen, weil es einfach zu viel wurde. Und jetzt freue ich mich einfach, wenn die irgendwann reduziert einfach zu haben sind. Ne? Okay. Dann habe ich ein paar Codes eingegeben, also neben der CC Plus, der Skin Mold Better Cream, gab es dann zum Beispiel hier noch eine Mascara, die super schwer ist, von Code 8, die, oder Code 8, die Lash Sophisticate Mascara. Und ja, die war, wenn man irgendwie Wimpern oder Code 8 eingegeben hatte, dann auf einmal im Warenkorb. Das fand ich auch sehr cool. Also immer ausprobieren, mal den Code Eyes, Wimpern oder sowas einzugeben. Ne? Und immer auf Google einfach mal Douglas gratis eingeben. Da gibt es ganz, ganz viele Seiten, wo die ganzen Codes, die aktuell verfügbar sind, aber gerade nicht auf der Homepage angezeigt werden, auch Rabattcodes, 20% auf alles oder so, aufgeführt sind. Dann kann man das nehmen. Und ja, das ist halt eine neue Mascara. Es ist natürlich nicht so, als hätte ich schon irgendwie zig Mascaren, aber die fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ich weiß auch nicht, was die so normalerweise gekostet hätte. Sieht sehr unspektakulär aus. Hat ein geswirltes Kunsthaarbürstchen, sehr, sehr klein, schmal. Riecht okay, aber diese Verpackung ist einfach mal Glas. Ne? Das merkt man halt so richtig, wie schwer das einfach ist. Naja, gab es so immer mit dabei, wird ausprobiert. Und dann habe ich noch eine Probe bekommen, die kommen in mein Probenpaket und immer mal wieder verlose ich auf Instagram tatsächlich Probenpakete. Ne? Da mache ich ein Foto und dann könnt ihr die gewinnen, weil wohin sonst damit? Das ist von Estee Lauder, die Double Wear Foundation und hier ist die Farbe Ivory Beige. Ja, also ich habe ja auch die in Full Size. Aktuell sind wir nicht die besten Freunde. Die ist irgendwie ganz schön trocken auf meinem Gesicht. Auch hierzu habe ich gleich noch ein Part in meinem Haul. Und zwar geht es um Tee. Von Kneipp gibt es wohl auch Tee. Wusste ich gar nicht. Goodbye Stress kann ich auch sehr gut gebrauchen. Werde ich mir wahrscheinlich morgen nach der Arbeit direkt machen. Weil abends mache ich mir immer einen Tee. Ja, natürlich eine Karte gab es mit dabei. Kann man ja gratis auswählen. Die Sachen waren ja auch in Geschenkverpackungen, die ich ja immer wieder verwende, wenn ich Tauschpakete mache. Trash-Pakete oder so, halt um die Produkte zu schützen. Oder wenn ich Verlosungen mache, kommt es mit rein. Das habe ich auch. Botanicals Fresh Care Lavender Soothing Therapy. Das ist ein Shampoo-Sachet. Genau, eine Probe. Die kommt auch mit in die Probengeschichte. Die finde ich aber geil. Die kommt in meine Kiste, wo ich meine Produkte sammle, die ich für ein Full-Face-Proben machen möchte. Luminous Silk, das ist die Foundation von Giorgio Armani. Und hier haben wir, und das finde ich ja immer so geil, ne, wenn die mitdenken, die Firmen, verschiedene Farben. Oh, ein Traum. 4 verschiedene Farben, die Farbe 2, 5,5, 9 und 14. Safe wird mir die Farbe 2 passen und die anderen kommt dann bei der Instagram-Verlosung mit rein. Und hier steht auch 40 Shades haben die da drin. Boah. Dann habe ich hier noch etwas von der Dr. Susanne von Schmiedeberg mit dabei. Ja, manchmal wähle ich auch Überraschungsprobe aus, dann bekommt man sowas halt auch noch mit reingelegt. Finde ich auch ganz klasse. Echt, ich habe nur zweimal bestellt, Leute, ne? Wenn ich das so sehe, ich habe wirklich nur zweimal bestellt und nicht dreimal. Von Sensai ist es eine Maske, geil. Das werde ich wahrscheinlich verwenden einfach, ne? Das ist ja wie eine komplette Maske, 3 Milliliter, reicht bestimmt für einmal. Von Kerastase ist das hier Reflection Mask Chromatique, also das ist... für feines Haar, was ich auf jeden Fall habe, eine Maske, eine Haarmaske. Vielleicht werde ich die auch verwenden. Ja, denn ich habe hier nur 2 von den Karten, deswegen habe ich auch nur 2-mal bestellt. Rabattcodes und jetzt kommen wir zu dem Oschi, was als Goodie-Paket mit dabei war. Schön finde ich zuallererst, dass es halt wirklich in so einer richtigen Box kommt. Ne? Das hat auch ungefähr das Format von den Adventskalender, den Luxus-Adventskalender, den man dort ja bekommen hatte. Und hier haben wir dann die Produkte, die da so mit drin sind. Also die waren auch abgebildet, ne? Das heißt, man weiß, was drin ist. Es ist meistens so, dass wenn man diese Aktionen hat, dass man irgendwie 4 oder 5 Produkte sich aus 10 Produkten aussuchen kann, dass du ein Produkt mehr bekommst, wenn du das über die App machst. Dann wird dir ein anderer Code angeboten und dann kannst du auch anstatt von 3 von 10, 4 von 10 in den Code-Geschichten da eingeben und bekommst dann auch 4 Produkte. Ich glaube, hier war das auch so. Ich habe aber 5. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier einmal... So geil. Würde ich mir im Leben nicht kaufen, ne? Aber ich finde es geil, dass es drin ist. Ritual of Sakura. Celebrate each day as a new beginning. Organic rice milk and cherry blossom. Das ist das Shower Gel in groß. Ich habe das schon in kleinen sehr oft
leer gemacht und ich mag den Duft. Ich finde den einfach wundervoll und ich freue mich. Dann haben wir hier Haarvitamine, glaube ich, drin. Ne? Fruchtgummis mit Effekt, Glow Sweet Glow, Feuchtigkeit spenden für strahlende Haut, Hyaluronsäure, Vitamin C und E, 44 Gramm. Ja, das sind einfach solche Vitamine wieder. Ne? Ja, ich esse die wohl ganz gerne. Bei den Haarvitaminen muss ich immer aufpassen, weil bei mir dann wirklich alle Haare ganz, ganz viel wachsen. Also mein Körper nimmt das sehr, sehr auf. Das heißt, ich kriege dadurch nicht nur längere Haare oder längere Wimpern oder Augenbrauen oder so, sondern muss mich dann auch dementsprechend etwas häufiger rasieren. Genau. Und hier sollte man 2 Fruchtgummis täglich maximal zu sich nehmen. Und das würde ich doch einfach mal machen, ne? Ja. Wie lange ist es noch haltbar? Das ist ja auch immer eine Frage. 08/20/21. Also das sollte ich dann auch wirklich mal zu mir nehmen. Dann ist hier etwas drin von, weiß ich nicht, Pretty Shiny Lip Balm Hydrating and Nourishing von Douglas. Guck mal, ein Lippenbalsam. Erinnert mich von der Optik her direkt an diese Nas-Lip-Balsame. Ich kann ja mal eben rüberrollen. Rüberrollen, ne? Da ist zum Beispiel hier dieser Orgasm. Huch, läuft bei mir. Und das sieht sehr, sehr ähnlich aus, ne? Also das ist auch dieses Rose Gold Gedünsten. Und Lippenbalsame habe ich ja natürlich echt zuhauf. Das heißt, den werde ich auch mal in eine Verlosung mit reinpacken. Dann ist hier noch etwas drin. Nee, das habe ich aber nicht ausgesucht. Ich glaube, das war aber ein Paket, wo du dir die Produkte nicht aussuchen konntest, sondern wo du halt dieses Paket so bekommen hast, ne? Self-Tanning Natural and Fast Bronzing von Comodines. Keine Ahnung, ein Selbstbräuner. Also es sind Selbstbräunertücher. Ja, werde ich sehr wahrscheinlich nicht verwenden, weil ich sowas einfach nicht mag. Free Sample steht hier auch drauf, ne? Weil das sind ja alles auch in dem Sinne Samples hier. Es ist ja für Umme. So, und eine Sache habe ich hier noch in dem Paket mit drin, was ich richtig feiere, weil ich mag solche Farben. Da muss ich aber eben erst schütteln, denn das ist ein Nagellack. Und ihr seht es ja auch immer bei mir. Ich habe ja immer meine Nägel unterschiedlich lackiert, weil ich mich ja durch meine Sammlung teste. Und das hier ist jetzt von Essie Mercury in Retrograde. Keine Ahnung. Eine mega geile Nagellackfarbe. Das ist so ein ganz kühles, eisiges Blau mit so silbernen Schimmerpigmenten, würde ich jetzt mal so sagen. Also den werde ich ausprobieren. Der kommt nächstes Mal mit auf die Finger. Okay, ja, und die Box hast du natürlich auch noch für Oma mit dabei. Ich werde die wahrscheinlich als Versandkarton nutzen. Ja. Nice, ne? Gefällt mir auf jeden Fall mein Haul. Und was ich dann halt auch für Ume mit dabei hatte. Da fühlt man sich auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn man sowas für Ume mit dabei hat. Ich finde es immer cool. Jetzt habe ich hier von Benefit ein Tütchen. Denn die hatten mich, ich weiß nicht, im November oder im Oktober angeschrieben. Und ich dachte eigentlich, das wäre fake. Bin ich ehrlich, ne? Die haben geschrieben, hey, hättest du Lust, ein pinkes Paket zum Jahresbeginn zu bekommen. Und ich so, ja klar, hab ich voll Bock drauf, ne? Und dann haben wir auch geschrieben, habe ich auch meine Adresse geschickt und dann habe ich Ewigkeiten nichts mehr von denen gehört. Und habe mir gedacht, ja gut, das war dann vielleicht einfach mal fake, was da passiert ist. Aber nö, dann kam auf einmal ein Päckchen an und ich habe mich gefreut wie Bolle. Okay, und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Also zuallererst, die Tüte ist ja schon mal ein Traum, ne? Süß, sehr süß. Okay. Hey Gorgeous, viel Spaß mit deinen neuen Produkten. Love and Lipstick, deine Biene Babes. Biene Babes. Mega cool, ne? Lauter is the best cosmetic. Lachen ist die beste Kosmetik, das stimmt. Das ist so geil. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben hier drin den 24 Hours Brow Setter. Baby, komm zu Mama. Also das ist das Produkt, was ich jedes Mal verwende. Und ich könnte, ich glaube, ich könnte mittlerweile eigentlich wirklich fast alle Augenbrauen Gele bei mir benutze ich nicht mehr verschieben, weil ich den eigentlich immer verwende. Und das ist einfach mal eine Full Size. Ich verwende immer den Benefit Brow Setter. Immer, weil der so geil ist. Habe ich hier auch noch offen stehen. Egal, wir machen den auf. Der wird eher auch noch geleert. Der ist so schön. Der tackert dir die Augenbrauen fest, ne? Also ich habe den jetzt heute auch wieder drauf. Der tackert die wirklich fest. Das ist ein Traum. Es ist echt ein Traum. Also, du hast ein Gummibürstchen. Und das hat auf der einen Seite, das ist jetzt oben, längere Borsten und auf der anderen Seite kürzere Borsten. Ansonsten ist der so flach. Und ich gehe dann erst mit den kürzeren einmal so durch, kämme die alle nach oben. Dann gehe ich mit den längeren nochmal drüber, kämme die auch nochmal nach oben. Und dann gehe ich mit dem nochmal einmal so
vorsichtig oben drüber, um alle wieder vorsichtig hinzulegen, aber das trotzdem natürlich aussehen zu lassen. Und das Positive ist halt einfach, wenn du so ein Augenbrauengel drauf hast, was halt alles festhält, hält es nicht nur deine Augenbrauen fest, sodass die halt, ne, wirklich in Form bleiben, sondern es macht halt auch, dass die Farbe einfach hält, ne? Also ich habe nie Probleme damit, dass meine Augenbrauen verwischen oder verschwinden oder so. Selbst wenn ich eine Mütze trage, da habe ich nachher hier keine Foundation mehr, aber die Augenbrauen sitzen wieder eins. Mega geil, da freue ich mich richtig drüber. Wäre jetzt ein bisschen fail, wenn hier auch noch der Concealer drin wäre, oder? Also, nee, hier habe ich jetzt den Hoola Light drin, das ist klasse. Den müsste ich eigentlich auch noch in einer Palette mit drin haben. Das ist der hellere Bronzer von denen. Die haben ja den normalen Hoola und den Hoola Light. Ich schaue mal schnell. Däh, Leute, ich habe den Hoola Light gar nicht. Ja, das ist praktisch, denn jetzt habe ich ihn. Hatte ich, glaube ich, mal irgendwo auch mit drin. Der war mir aber dann zu schwach. Aber wenn ich jetzt theoretisch im Winter den Hoola Light mit dem Hoola Bronzer mische, wäre es meine perfekte Farbe. Hier sehen wir dann den Swatch. Ist schon nice. Man muss sich mal ausprobieren, kommt auf jeden Fall auch mit in das Full Face mit rein. Was da alle mit reinkommt aus diesem Haul, das ist der Wahnsinn, Leute. Dann habe ich hier nochmal den Precisely My Brow. Das ist auch cool. Hatte ich auch schon mal. In der Farbe 2 haben die mir den reingepackt. Ich glaube, die haben sich auch ernsthaft meinen Hautton angeguckt. Kann das wohl sein? Das finde ich geil. Also sowas feiere ich wirklich, ne? Okay, dann schauen wir uns den mal an. Den habe ich schon mal leer gemacht. Aber ich glaube, ich hatte den damals in der Farbe 3. Da war der mir müde zu dunkel. Aber der hat mir richtig gut gefallen. Der sieht ja aus wie so ein Zauberstab, ne? Ich muss immer mein Gesicht verdecken, ansonsten fokussiert er ja immer mein Gesicht der Kamera. Und Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Eine ganz feine Spitze zum Hochdrehen. Schöne Farbe. Übrigens habe ich gerade gemerkt, dass ich das leider auf dem Concealer geswatcht habe. Das hat gut funktioniert, ne? Oh, ein Fail. Okay, ja, geil. Richtig geil. Auch das wird ausprobiert. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ach, Mensch. Oh. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, ne? Unverhofft kommt oft. Das sind immer so die schönsten Sachen. Und die Farbe 2 dürfte bei mir halt echt perfekt passen, ne? Geil. So, einen habe ich noch. Oder habe ich noch mehr? Nee, einen habe ich noch. Und zwar ist das eine Mascara. Das ist die They Are Real Mascara. Die habe ich hier. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe, weil wenn ich die schon habe, dann verlose ich die natürlich auch mit, ne? Das ist klar. Das ist diese Schätzelein hier. Ich glaube, die habe ich schon. Ich glaube, die war in irgendeinem Adventskalender. Ja. Also entweder in einem Adventskalender oder in einer Sonderbox. Ich packe jetzt mal die neue zur Seite und dann gucken wir uns mal das Bürstchen an. Ich meine, dass es auch die Lieblingsmascara von der lieben Jana, White Swan Beauty, ist. Das ist auch ein Kunsthaarbürstchen. Und vorne dran, an diesem Pinöppel, hat das so abgehende Stachel. Das sieht ein bisschen wild aus, aber damit bekommst du die Wimpern an deinem unteren Wimpernkranz einfach viel besser gegriffen. Klasse. Ich feiere das hart gerade. Und ja, die wird dann auf jeden Fall demnächst dann auch mit in eine Verlosung reinkommen. Und wenn du Glück hast und gewinnst, vielleicht gewinnst du dann auch die Mascara. Genau, super. So, das war jetzt, also vielen Dank, Benefit Dalton. Ihr seid klasse, dass ihr mir die beiden Pakete da geschickt habt, ne? Das ist echt cool. Freue ich mich extrem drüber, dass ich die Produkte testen darf, hier zeigen kann, Codes teilen kann, soweit vorhanden und so weiter. Es ist echt Wahnsinn und man fühlt sich dann doch schon ziemlich nice. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten, was ihr schon die ganze Zeit hier so im Hintergrund erahnen konntet. Mein Kollege hatte mich gefragt, ob ich für ihn bei der Firma T. Maas etwas bestellen könnte, weil er kein PayPal hat, ne? Und dann habe ich gesagt, klar, kein Problem, habe mich da umgeschaut und habe direkt einiges mitbestellt. Also seine Bestellung war mega Sale, ist glaube ich immer noch mega Sale, war zum einen diese wunderschöne Teekanne, so eine ähnliche haben wir auch und die hat hier auch so ein Sieb mit drin und die hat einfach nur noch 5 Euro gekostet, fand ich super günstig. Hätten wir nicht selber schon so eine Kanne, hätte ich mir safe eine mitbestellt. Und für, ich glaube, 4,95 hat er sich diesen Becher mitbestellt. Auch mit Deckel dann drauf. Und ja, das ist, kannst du entweder ganz normal als Tasse halt verwenden, ne? Ist nice. Oder du nimmst halt dieses Teesieb auch noch mit dabei.
super praktisch. Wäre auch eine schöne Geschichte zum Weiterverschenken, ne? Zu Ostern oder so. Kann man auf jeden Fall was Gutes jemandem mit tun. Und ja, ich bin ein bisschen eskaliert, was so die Boxen angeht, weil ich habe meine Pinsel hier neu sortiert und genau in dem Zeitraum hatte er mir geschrieben und ich habe mir gedacht, boah geil, wenn ich hier überall so ein vom Design hier oder von der Größe her das gleiche hätte, dann würde mein innerer Spleen auch hier so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Boxen mit dazu gestellt, zum Beispiel diese Katzenbox, die habe ich bestellt, um sie als Geschenkbox zu verwenden für jemanden, die gerne Katzen mag. Ja, es bist entweder du, liebe Marion, oder es ist eine Freundin von mir, die ebenfalls eine sehr große Katzenliebhaberin ist und für die ich immer Geburtstagsgeschenke organisiere in der Mädelstruppe. Dann habe ich noch einen etwas größeren. Da kann ich dann zum Beispiel meine BH Cosmetics Pinsel reinmachen, weil ich da super viele von habe. Manche haben hier halt den Deckel fest dran, ne, weil das halt so Gebäckdosen einfach eigentlich sind. Eigentlich ist es cool, wenn da der Deckel fest dran ist und nicht verloren geht. Wenn man das aber für die Zwecke verwendet, wie ich das verwende, ist es unpraktisch. Aber das kann man ja einfach lösen. Ne? Hier sind ja einfach so Splinte drin, die kann man rausnehmen und dann kann man den Deckel abnehmen. Und ja, das ist halt einfach mit Marienkäfern das Design. Ich weiß nicht. Ja, komm, ich zeige euch jetzt einfach mal alle Dosen, ne? Da können wir ja nichts. Und die waren halt krass reduziert. Teilweise hat so eine Dose nur noch 1,50 Euro gekostet. So eine kleine Eulendose habe ich auch noch mitgenommen. Auch klasse. Ich zeige euch Teedosen, Leute. Okay, dann habe ich hier noch so eine vintage-mäßige Vogeldose. Dann gab es Tee gratis, weil sowohl mein Kollege als auch ich haben keinen Tee bestellt. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, die brauchen Tee. So viele Dosen, wie die Alte da bestellt. Ich weiß es nicht. Das ist echt Lachen. Das ist der Räubertrunk Schwarztee. Die Teeprobe 187 wird auf jeden Fall ausprobiert. Den werde ich mir gönnen. Dann der Asien-Cocktail Grüner Tee. Mhm. Auch das wird ausprobiert. Und Kalahari, ein Räubusch-Tee. Auch der wird ausprobiert. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen kleinen Dosen. Die haben leider nicht ganz alle die gleiche Höhe. Ich dachte, die wären gleich hoch. Ich glaube, ich habe mich da einfach verguckt. Genau, denn ne, das sind welche, die sind halt ein Müh größer. Und das sind die, die halt diesen losen Deckel haben. Naja, egal. Also einmal habe ich mir die Marienkäfer-Variante geholt. Dann habe ich mir so eine Blümchen-Variante geholt, so ein bisschen pastellig. Halt auch so ein Klappdeckel. Kann man übrigens theoretisch auch stapeln. Und Tee reinmachen eigentlich auch. Oder als Vorratsdosen verwenden, ne? Aber wer macht das schon? Dann gab es auch noch diese Eulendose als kleine Dose. Dann habe ich mir hier noch so eine Dose geholt, wo Maiglöckchen drauf sind. Sind das, glaube ich? Maiglöckchen, ja. Manche waren halt auch für 4 Euro oder so, aber Spleen ist Spleen. Dann sind das so Pfingstrosen. Oder so Rosen vom Baum. Ich weiß es nicht. Dann habe ich nochmal in genau dieser gleichen Größe zwei weitere. Einmal, ich weiß, die sind das Veilchen, diese blauen. Und dann habe ich hier noch Klatschmohn. Fand ich auch hübsch. Also das ist schon, ne? Freak, aber süß. So, dann habe ich hier noch im Vintage-Design so ein paar Rosenmuster. Hier kann man den Deckel halt abnehmen. Das ist für meine Geschichten dann einfach praktischer, muss ich nichts bauen. Dann, oh, das ist auch so schön. Kirschblüten müssten das sein, ne? Das ist hübsch. Die Frau ist durchgeknallt, weil die sich Teedosen holt und darin Pinsel aufbewahrt ist. Herzlich willkommen in meiner Welt. Dann habe ich hier, sehr ähnlich zu dem, was ich eben schon hatte, mit diesen Rosenblüten drauf, diese hier, die ist dann quasi mehr so ins Roséfarbene. Und hier habe ich diese Blume. Wie heißt die? Fällt mir gerade nicht ein. Habe ich auch schon öfters mal gesehen und auch bekommen in Blumensträußen, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit M, oder? Hatten wir nicht mal einen Baum davon bei uns irgendwo stehen gehabt? Fällt mir gar nicht ein. Dann habe ich, ja, das ist ein etwas verspielter vom Design her, aber auch irgendwie cool. Erinnert mich tatsächlich an meine Kindergartenzeit, weil da alles so aussah. Dann sind hier Äpfel drauf. Auch ganz hübsch. Und zwei Dosen habe ich noch und sind wir durch. Und zwar habe ich hier einmal Vögel, Schmetterlinge und Blümchen. Es
ist schon hübsch, ne? Schaut auf jeden Fall da im Shop mal vorbei. Das ist jetzt ja irgendwie keine Kooperation oder so. Claudi ist einfach nur eskaliert. Lasst Grüße von der Lady da, die sich die ganzen Dosen bestellt hat. Schreibt das mal in die Notizen rein, vielleicht, ne? Egal. Und dann habe ich hier noch so ein paar Blumis. So. Okay. Das war jetzt die letzte Dose und der letzte Artikel aus meinem Haul. Ja, es war mal ein bisschen was anderes, aber bei mir ist ja irgendwie gefühlt nichts normal, ne? Aber ja, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und ihr hattet Spaß bei dem Haul. Denkt auf jeden Fall dran, dass ich hier ein Beauty-Paket verlose. Vielleicht packe ich da auch noch einen Lifestyle-Artikel mit dabei. Einfach, weil es auch ein Lifestyle-Haul war. Man weiß es nicht. Irgendwas piept hier. Muss ich gleich mal nachgucken. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.